Nächste Folge Lies of P. Schön, dass ihr einschaltet, Leute. Letztes Mal haben wir die Kathedrale so richtig abgecheckt, ausgecheckt, untersucht. Vielleicht noch nicht alles gesehen, werden wir vielleicht überprüfen können jetzt. Haben auf jeden Fall aber den Boss gemacht, diesen komischen Andreas. Wer hätte es gedacht, dass er so zu einem Monster wird? War echt krass und voll bizarres Aussehen. Was es damit auf sich hat, wissen wir nicht. Aber ganz zum Schluss, nach dem Bossfight, hat irgendein Typi die ganzen Energien von all den Bossen, die wir gesammelt haben, irgendwie in ein Apparat gesammelt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber das könnte der große Widersacher hier sein in dem Spiel. Ich weiß leider noch nicht mehr. Werden wir vielleicht rausfinden. Fangen wir an. So Leute, genau da, wo wir aufgehört haben, da sind wir jetzt. Oh, wir haben ziemlich viel Ergo. Ergo sollten wir es ausgeben. Andererseits. Ups, sollten wir erstmal weiter gucken. What in Krott's name happened here? Oh, I haven't a clue myself. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Okay, wir sollen wohl zum Hotel zurück, hä? Ja, vielleicht sollten wir das auch wirklich machen. Ich wollte nur gucken, ob hier noch was ist. Hier ist noch ein buntes Ergo-Fragment und hier geht's dann wieder weiter. Okay, gut, dann gehen wir erstmal, ja, kurz ins Hotel. Alles klar. Aber Moment mal, bevor wir zurückgehen, wir haben doch jetzt wieder ein neues Ergo. Wir könnten uns die Bosswaffe zumindest anschauen, die wir jetzt durch diesen Fight hier haben. Das würde mich auch noch sehr interessieren. Die Schwester ist nicht mehr da, aber hier liegt ein Item. Oh, wir haben eine neue Platte bekommen. Danke für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich bin ein Sünder, der in der Vergangenheit unschuldige Menschen ermordet hat. Ha, da schau her. Ich schaffe, das meinten Sie in dem Brief, dass Cecile und ihr Blut durst. Jetzt alle. Ich schaffe es nicht, das Monster in mir zu unterdrücken. Nur der Erzbischof konnte mich retten. Natürlich war er ein Mensch, der Fehler machte. Selbst Heilige verfallen dem Reichtum und der Macht. Doch ich kann wenigstens ich selbst sein, was ein großes Segen ist. Was ein großer Segen ist. Also ja, ich glaube, dass er ein Heiliger war. Jetzt hast du den... Beten. Jetzt hast du den zweiten Pfad eröffnet. Danke, dass ich als Mensch leben darf und nicht als Monster. Adieu, Cecile. Krass, wir haben auch eine Geste bekommen dadurch. Und eben die Platte. Voll geil, aber wir wollten doch eigentlich die Waffe. Ja, okay. Ach nee, oder der ist nicht mehr da. Oh, das Wetter hat sich komplett verändert. Oh, shit, er ist in den Venigni-Werken. Fuck, wir haben ihn ja dahin geschickt. Oh. Es wimmelt hier von Puppen, sagt er. You? I didn't think we'd ever meet again. Can't say I'm happy to see you, though. Scheiße. Sorry, I let my frustration get the better of me. This place is crawling with hostile puppets. You must have known that, but you still send me here. Honor and trust are everything to this hound. You've insulted me to the core. I'll never forgive you. But perhaps there's a shred of decency in you, so I'll ask again. Do you know? Ich traue diesen Typen aber nicht ganz. Wir machen einfach weiter den Scheiß. Nice try, but I've been there already. Again, you spurn my trust. But I shall show you mercy. Perhaps it will inspire a no. Wir sind nicht nett zu ihm, aber ich traue ihm halt auch nicht. You tricked me with your lie. But I'm no stranger to beneficence, so I shall let it pass one more time. Vielleicht können wir uns den echt wirklich zum Boss machen, ne? Remember, the hound's fangs crave the traitor's neck. You tricked me with your lie. But I'm no stranger. Remember. Okay, wir können. Er geht zum Hotel, obwohl ich es ihm nicht mal gesagt habe. Fuck. You tricked me with your remember. Okay, dann muss er dahin. Vielleicht hätten wir es ihm von Anfang an sagen sollen. Ja, ich gehe ins Hotel, komm. Ich meine, warum soll ich überhaupt einen Typen trauen, der eine Schäferhundmaske aufhat? Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Okay, dann sollten wir jetzt nochmal mit den Leuten reden. Ich glaube, Venigni hat etwas zu sagen. I've been investigating the puppet frenzy and... It looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot
possibly get close enough to gather the Ergo Wave records myself. Mm-hmm. I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. Ein sehr schönes Lied, by the way. Ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into... Okay, wir haben jetzt den Ergo-Wellenlängendekodierer. Tja, wir könnten diese kranken Waffen hier aufwerten, sage ich, und das Lied ist gerade vorbei. Cool. Wir müssen uns entscheiden, weil dafür brauchen wir die Dunkelmond-Mondsteine. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Wo ist denn jetzt dieser Ködler? Da ist der Cookie-Hund. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. Und jetzt ist auch da. Obwohl ich das verhindern wollte. The city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Betrayal creates a debt that is particularly hard to pay back. But I am a man with generosity and mercy in abundance. I shall give you the honor of viewing my treasure so that you may apologize. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire. Aha, also wir können uns den Dreizack des Bundes hier holen. Ich bin ja eh sowieso für die Waffen und die Amulette kann man ja dann noch holen. Vor allem dieses Amulett ist jetzt nicht der Oberhammer. Es ist halt so, wenn du eine Pulszelle benutzt, dann kann es sein, dass sie nicht verbraucht wird. Hol mir die Waffe, auf geht's. Wieso macht sie jetzt schon so viel Schaden? Ist ja unglaublich, wie viel Schaden sie jetzt schon macht. Hallo, wie stark sind diese Waffen? Unsere aufgewertete Waffe macht weniger Schaden wie die Bosswaffe, die nicht aufgewertet ist. Hä? Dann verbessern wir die Waffe. Hallo, das ist ja echt zu gut. Wir machen jetzt aber eine kleine Rolle. Egal, es ist noch nicht optimal. Wir haben auch noch zu niedriges Level. Also gut. Wir könnten ja vielleicht nochmal mit Geppetto reden. Hat Geppetto noch was zu sagen? A victim of the petrification disease turned into a monster. Could the disease lead to puppet frenzy? No, that doesn't make sense. Irgendwas ergibt hier noch gar keinen Sinn. Puppets cannot get the disease. Ich habe vielleicht eine andere Art davon. Also waren das alles Puppen? Diese deformierten Dinger, es waren alles Puppen. Not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. Oh, sad. All this resentment, with a lie at the root of it. That's why my only wish. Is that you stay a good boy. No resentment. Dabei lüge ich schon die ganze Zeit. Ich lüge nur, denke ich. Ich habe auch diesen Hund zweimal angelogen. Schlimm, Alter. So, mein Outfit ist wieder ein bisschen geändert. Wir sind jetzt Schatzsucher. Fast. Dirty. Das einzig Dumme ist, dass wir jetzt so ein bisschen Fatroll haben, weil wir über 50% kommen. Wenn das zu negativ ist, dann werde ich die Waffe auch wieder wechseln. Aber probieren wir es erstmal mit der. Pfad des Pilgers. What? Sind wir hier bei Lords of the Fallen? Was ist das für ein Viech? Das war ein Hund, aber er sah super deformiert aus. Hier ist eine Bärenfalle. Übel. Oh, unser Schaden passt. Wir haben keine Chance. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. Das ist Krat ursprünglicherweise, ja klar. Wie der Pinocchio-Geschichte. They left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. Old town caught up with the new.
It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Ja, Gemini, hör auf zu reden, du Labertasche. Was ist denn das? Das ist ein Stargazer hier. Du kannst das jetzt nicht benutzen. Okay. Was bedeutet das alles hier? Aber gleich ums Eck ist der nächste Stargazer. Schon wieder ein wahnsinnig gewordener Typ. Hallo, Typ. Wow. Ja, ja. Wow, Junge. So, nicht. Boom, Alter. Also aufgeladener Schlag macht fast 900 Schaden. Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Boah, wie mies. Du Arsch. Was für eine Sau. Alter, schon wieder so ein Heini. Okay, ich muss mehr die Bäume gucken, offensichtlich. Machen wir die Freimaurerkiste auf, Alter. Was ist da drin? Bitte nicht noch eine neue Waffe, oder? Doch, es ist eine neue Waffe. Klinge eines säurehaltigen Kristallspeers. Okay, das macht bestimmt diesen Zustand. Wie ist der nochmal? Verfall, genau. Was ist denn das? Oh mein Gott. Okay, da kommt was. Das ist ein Bär. Okay. Können wir den burnen? Alter. Okay, wisst ihr was? Farbe könntest du mal probieren. What the shit, wie geil. Alter, was haben wir mit dem Bär gemacht? Da hinten ist ein Hund. Dieser Hund macht mir ein bisschen Sorge. Wir werfen ihn mal kurz zum Anlocken hier an. Kann der da durchlaufen? Ja, geil. Der kann auch die Fallen auslösen. Also den seine komischen Ärmchen da oben. Boah, die sind übel. Alter, der ist nicht zu unterschätzen. Hier ist irgendwo ein Schmetterling. Die Frage ist er hier? Ja. Wir haben ihn. Juppie! Nein. Vergiss es. Boom. Kommt der nächste? Boom. Timing ist alles. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ist das die Straße von Hamwick oder was ist hier los? Ah, das ist der Eingang zu den Gruftslums. Oh Gott, ich rieche hier eine Falle. Okay, können wir den abwerfen wieder mal? Hey, Heino. Ja, geil, er kommt runter. Ha, und alle wachen auf. Wir haben die Falle getriggert. Nein. Oh, was ist denn das? Der ist stärker. Der ist stärker. Das ist ein richtig starker Typ. Okay, wir müssen aufpassen. Ja, ja, ich habe dich erwischt. Ach, scheiße. Mal sehen, ob wir ihn mal parieren können. Nein. Doch, können wir. Und... Boom, Junge. Hätte ich ja gar nicht gedacht, aber das war ein härteres Modell. Wow, 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 wow. Wow! Oh! Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Haben wir da nicht schon mal wen gesehen? Eine kriminelle Gruppe von 4 Stalkern, angeklagt wegen Diebstahl, Körperverletzung, Experimente mit Leichen und anderen schweren Straftaten. Ihre Basis liegt im Bezirk Malum, also seien sie extrem vorsichtig, wenn sie ihn betreten. War das wohl im Bossfight vielleicht gegen diese Typis? Oh, hoffentlich nicht. Ich hasse Bossfights, wo du mehr als einen Gegner hast. Das ist echt schlimm. Und die nächste. Heiligsblägle. Hä, wo könnten wir denn da hin? Moment, das ist gut. Weil hier ist nämlich eine Tür, die wir, glaube ich, öffnen können. Aber nur von der Seite. Okay, das ist schon geil. Was steht hier? Hier steht irgendwas. Sogar in einer einstürzenden Hütte ist ein Schatz zu finden. Was? Finde heraus, was mit dem gierigen Paar passiert ist. What?
hier ist doch gar nichts. Hier ist, das ist das Pärchen, tippe ich jetzt mal. Die sind beide tot. Hier ist nichts. Ich check's nicht. Gehen wir weiter. Ah, okay, hier wird es dann weitergehen. Aber es gibt hier noch einiges. Da gucken wir uns um. Oh, shit! Hätte ich mir denken können, oder? Burn. Oh, shit! Scheiße. Okay, gut. Machen wir auch mal unseren Move. Shit. Nicht gut. Das Ding hat uns gekillt. Es hat mich wieder erwischt. Okay, wir sind wieder hier. Das Problem ist, dass ich jetzt ein paar Heilungen gebraucht habe. Also kacke. Also müssen wir jetzt mal versuchen, den zu schaffen. Wir feuern uns jetzt an. Hauen drauf einfach, was geht. Oh, er brennt. Das ist schon mal gut. Aber er wird jetzt seine Attacken starten. Das war gut. Das war nicht gut. Das war gut. Das war auch sehr gut. Und das war's mit ihm. Sehr gut. Puh. Oh, Schlüssel zur Sturmhütte. War ja total wichtig. Wie viel Ergo haben wir bitte schon wieder? Ist das die Sturmhütte? Ja. Mal sehen, meine Äuglein da. Du musst wohl aufgeweckt werden. Komm her, Idiot. Hallo, der wirft gegen die Wand. Aber es hat gereicht, um ihn zu wecken. Ich glaube, ich spinne. Ja, jetzt hör doch auf. Aber da kommt noch wer und ich dachte mir schon, dass er nicht alleine ist. Gut. Sehr gut. Die Sturmhütte hat eine Kiste. Korrosionsbeständigkeitskonverter. Mhm. Das könnte aber auch der Shortcut sein. Das wäre genial. Das ist doch der Shortcut. Ja, das ist er. Da ist diese Tür. Oh, Kritzeleien eines Slumbewohners. Momentchen. Oh, ist nicht viel. Alles hat sich geändert, nachdem der Arzt die blaue Medizin verteilt hat. Ich habe meinen Bruder begraben. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt mein Bruder war. Wer ist der Doktor? Wem gehört das blaue Haar in seinem Stock? What? Interessant, was man da so zu hören bekommt. Aber geil, wir haben den Shortcut. Ah, da ist doch noch was. Boah, voll gut. Ich hab's noch vorhin gesehen, das war ja total genial. Melchior! Melchior! Ah, der Elite-Gegner ist jetzt weg. Aber eine Sache wollte ich noch checken. Schaut mal, da oben ist ein Shortcut. Ich glaube, den können wir erst viel später freimachen. Aber hier war ja noch was. Ja, okay. Das ist einfach nur ein kleines Item, das dich halt hierher locken soll. Hobblers Brücke, regnerische Nacht. Wohl wahr, ne? Da kommt einer. Ja, dann geht er wieder. Oh. 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 Hat er gerade gelacht? Ich glaube, ich bin. Oh mein Gott, hinter dem Käfig ist eine Bestie. Kommt die jetzt raus? Ja, stimmt. Okay. What? What? Alter, nervt das Ding. Kommt das jetzt mal angeschissen? Ich weiß nicht, wann das angreift. Okay, es ist eh tot. Es ist manchmal schon ganz schön brutal, oder? Und wer hat... Das sind diese bescheuerten Hasen, oder? Das ist unglaublich. Ja, das sind diese komischen Dinger, von denen wir vorhin gelesen haben. Okay, Moment. Codename Katze? Sweeper? Was?
trat der Gruppe als angehender Stalker bei, ist aber inaktiv in der Gruppe, wurde mehrfach wegen Missachtung der Dienstgrade und Vernachlässigung der Pflicht angezeigt. Wurde dabei erwischt, wie im letzten Jahr mit dem Fuchs. Ist das der NPC, den wir getroffen haben in der Fabrik? Einen Bastard-Stalker in Kontakt stand. Gegen ihn wird wegen der Weitergabe von Insider-Informationen ermittelt, aber er hat sich noch nicht gemeldet. What the shit? Die Bastarde, Codename Fuchs. Man nimmt an, dass sie aus der adligen Erbfolge verdrängt wurde, wie es bei den Bastarden üblich ist. Das Interessante an diesem Fall ist, dass sie behauptet, eine Katze sei der Bastard der Familie, also ihr verlorenes Geschwisterchen. Wenn die vorherigen Informationen zuverlässig sind, ist die Katze möglicherweise ein Spion der Bastarde. Es ist ein inoffizielles Verhör, daher gibt es hinsichtlich der verfügbaren Methoden keine Einschränkung. Ja, das hat offensichtlich was mit diesen NPCs zu tun, aber das mit den Stalkern habe ich irgendwie immer noch nicht ganz gecheckt. Oh mein Gott, ist das eine Drop-Session? Oh Gott. Man kann aber auch nach oben. Ist besser. Fällt man noch tiefer. Scheiße. Ist hier irgendwas? Ah, okay, hier ist ein Item. Ja, dann gehen wir mal rüber. Und was haben wir hier? Na, das ist jetzt nicht das Ding, ne? Ich glaube, wir sollten darüber springen, ne? Ich denke schon. Also springen wir mal. Okay. Und dann können wir hier rollen. Gut. Ah, da ist wieder ein Item. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht das härteste Event, aber ich sollte... Gott, das kann aber noch länger dauern hier. Halleluja, wie weit müssen wir da runter? Gott sei Dank ist die Steuerung bei dem Spiel ziemlich gut. Also du hast kaum Probleme. Das ist schon gut, ey. Also dann kannst du auch sowas hier ganz gut machen. Kein Problem. Das wäre bei Lords of the Fall nicht gegangen, kann ich euch wirklich sagen. Das ist ganz was anderes. Oh, we have found a Stargazer. Das sind die NPCs. Da ist der Fuchs. Das ist Katze, Kater, whatever. Mal kurz labern. Oh, I saw you go into the factory. Ja, ja. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's ja. A new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Ich bin mehrmals verbrannt. Brother, being too frank is rude. We should praise him. For being stronger than he looks. Ganz schön arrogant. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood. Ja, das sind die Kaninchen, wie ich mir dachte. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. Was hat das zu bedeuten? So, you gonna do it? Ich glaube schon. Machen wir das. Smart choice. Look at our smart friend, Gatto. Ja, ja, ja. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Okay. Habt ihr noch was zu sagen? Let's fight on. Ich glaube nicht. Und er? Hatte er noch was zu sagen? Nö, er hat gar nichts zu sagen. Wir machen kurze Rast. Die folgen mir tatsächlich. Die folgen mir wirklich. Das ist ja eine eigenartige Szene, die. Hey, da kommt er. Jetzt sind wir im Team unterwegs. Ja, warum nicht? Ist ja irgendwie witzig. Den könnte man vielleicht überraschen. Ja. Konnte man. Und die anderen haben sich um den Hund gekümmert. Ich kümmere mich drum. Sau gut. Okay, geil. Frag mich, wie lange die Passage hier noch geht. Ist irgendwie witzig. Oh, was ist das? Die wollte auf mich zudashen und die anderen haben sie abgelehnt. Wir wechseln die Aggro. Shit, ey. Ein bisschen taktische Kämpfe hier, ne? No prop. Das sieht wie eine Falle aus. Ja, war es auch. Oh nein. Okay. Fuck, das blöde Item hat mich gelockt. Ja, ja.
Und hier haben wir die Box. Brechkartusche. Frag mich nicht, was das ist. Probieren Sie La Bleiwies, den besten Wein der Welt. Das Weingut La Bleiwies hat eine lange Geschichte. Jahrgangswein, der auf den Aufschwung von Graz zurückgeht. Seine rosige Farbe, bekannt als der Rubin des Himmels. Sein fein gereifter Duft und Geschmack. Sein wunderbarer Nachgeschmack. Sogar die legendären Stalkerin mag La Bleiwies. Probieren Sie den besten Wein, auserlesen von dem, der an der Spitze stand. Was soll das bedeuten? Ah, das ist die Tür, die vorher nicht aufging. Das war ja nur dafür. Aber gut, ist doch geil. Wir haben den Weg gemacht und vor allem, wir haben jetzt alles noch, was es hier gibt, abgeholt. Bleiwies. And I wouldn't want to cramp your style. I'll take a breather here, then catch up later. Ja, ist kaputt. Okay, damit hat sich das Kapitel jetzt erledigt. Na gut, sie waren schon eine Hilfe, auf jeden Fall. Entschlossenheit, Kurbel. Hä? Da unten ist was. Ach du Scheiße, was sehe ich denn hier? Oh Mann, was sehe ich denn hier? Ist so ein Viech. Oh mein Gott, hier geht es einfach weiter. Ne? Es ist schon noch ein großes Stück hier zu gehen. Hallo, Bleiwies. Here's a news bulletin. This just in. Oh mein Gott. Überall sind diese Werferheinis. What a deal. Now hurry up and run, you idiots. Können wir den treffen? Ja, so können wir ihn anlocken. Ich will doch nicht da unten kämpfen, wenn wir umgeben sind von allen möglichen Idioten hier. Bleiwies! What have you done, Bleiwies? Ja, flipp da hinten nochmal aus. Ich musste meine Heilung wechseln. Komm mal her, doch. Scheiße. Kommt der durch? Der kommt hier nicht durch? Doch, er kommt durch. Oh, shit. Der ist hart. Ach, komm. Ach, komm. Du denkst, er ist fertig mit seiner Attacke. Kommt noch eine. Oh, Junge. Das war's mit ihm, aber der war echt hart. Geduld-Amulett. Okay, und hier sind überall Bärenfallen. Boah, bin ich froh, dass wir hier unten nicht gekämpft haben. Tschüss, Hundi. Mit Termit könnten wir die ausschalten, aber ehrlich, ich möchte sie im Nahkampf fertig machen. Boah. Ich bin in eine Bärenfalle gelaufen. Also bevor wir sterben, machen wir mal schnell die Kiste hier auf, wa? Geh mal nach Hause. Was war jetzt da drin? Ah, wir haben es noch nicht rausgeholt. Quarz. Geil. Hier kommen wir nicht durch. Wohin denn? Irgendwas. Moment, hier ist noch ein Weg, wo wir nicht waren. Hunde im Käfig? Das ist ja Bloodborne. Das ist Bloodborne hier. What the shit? Geh weg. Ich habe genau in dem Moment nach oben geschaut. Es ist wieder ein Rätsel, Leute. Es ist wieder eins. Ja, komm, laber nicht so viel rum. Wir wollen nur das Rätsel wissen. Okay. Ich bin groß und stolz. Mhm. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Kerze, oder? Was war denn bitte die andere Auswahl? Das wäre der totale Mist. Das wird's gewesen sein. Dreifaltigkeitsschlüssel. Das Ergo flüstert. Nichts dagegen, wenn es ein bisschen flüstert. Ah, wir könnten da hinten runter, aber oder hier rüber springen. Aber ich möchte mir dieses Item hier holen. Ist doch klar. Wir sind einmal hier, wir holen uns das Zeug jetzt hier.
Und dann gehen wir wieder. Alles okay, oder? Alles gut. Everything's gonna be alright. Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Da kommen schon wieder so viele Gegner. Den Hund hat's gleich mit erwischt, wie geil. Ich glaube, das ist der Main-Weg, wo wir hier gerade gehen, oder? Weil es ist schon sehr weit. Ich denke, wir sollten erstmal gucken, dass wir alles erkunden, bevor wir jetzt hier weitergehen. Ja. Wie kommt man jetzt auf diese Dächer da hoch? Das ist halt meine Frage. Ja, jetzt kommt. Prachtvolles Ergo-Fragment, wie geil. Hat sich schon gelohnt, ein bisschen zurückzulaufen. Das ist sehr, sehr gut. Und vor allem hier kann man ja hoch. Und so können wir diese anderen... Oh, da ist ein Schmetterling irgendwo. Ja, das ist jetzt kacke. Komm du mal her. Wir müssen erstmal unsere Gegner hier ausschalten, bevor der Schmetterling kommt. Ja, weil wenn der kommt... Okay, wir haben es geschafft. Ausgewogenheit, Kurbel. Okay. Okay, das ist erledigt, das Ding. Und schnell wieder weiterspringen, bevor uns der andere erwischt. Sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie an den rankommen. Okay. Dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Alter Schwede, Junge. What? Okay, wollen wir aber noch nicht. Ja, ich muss ein bisschen taktisch hier stehen, damit er uns nicht abwerfen kann. Ich will ja nicht getroffen werden. Ja, ja, ja. Schon klar. Gib mir mal das Zeug hier. So, du bist unser Feind. Hey! Nicht schlecht. Und das war's. Okay. Das haben wir vorhin gesehen und jetzt können wir es aufmachen. Mm. Knochenschneidendes Sägeblatt. Das könnte mega gut sein. What? Wie groß ist die? Boah, die ist ja krass. Die ist sehr schwer, die Waffe. Die ist ungefähr so schwer wie das Schwert. Also, puhuhu. Da ist unser Speer etwas leichter. Also, die müssten wir aufwerten, aber ich glaube, die wäre richtig gut. Also, die sieht richtig geil aus, auf jeden Fall. Dein Ernst? Die sind immer ein bisschen zu früh dran, oder? Oder ich bin zu langsam für das Spiel. Keine Ahnung. Aber es passt perfekt für mich. So, da sind wir vorhin umgedreht. Also, passt. Was ist so ein Hasending? Von dieser Bande? What the shit? Die ist weggesprungen. Wir sind durch, oder? Sieht so aus. Ne, wir sind jetzt im Trocknen, aber durch sind wir nicht. Schaut mal an, was hier ist. Oh mein Gott! Ja, okay. Hier für euch. What? Alter, what? Jetzt kommt auch noch sowas. Scheiße. Ich sehe gar nichts. No way! Ich sehe gar nichts! Blödes Vieh! Spring dich auf! Alter, von wegen geschafft. Ist schon ein ganz schön weiter Weg, ne? Ohne ein Stargazer oder so ein Sheet. Und da geht's einfach wieder weiter. Was ist das, ein Shortcut? Ja, zum Stargazer! Okay, hier geht's weiter. Heilige Scheiße, schaffen wir das überhaupt von der Zeit mit? Ich glaube nicht, ne? Schade, wir können das Ganze nicht ganz beenden. Wow! What the shit, wo kommst denn du her? Na, warte. Blödes Viech. Was läufst du mir hinterher? Okay, Leute, es wird jetzt Zeit aufzuhören, weil die Folge wird sonst zu lange. Also das Gebiet ist tougher, aber wir werden besser. Es ist sehr verwinkelt. Ich bin mal gespannt. Wenn es wirklich vier dieser Typen sind, wird es vielleicht ein Boss mit mehreren sein. Wir haben ihn heute nicht gesehen, aber gut, dann das nächste Mal, denke ich mal. Und vielleicht hilft uns ja dann der Fuchs und der Kater. Ne? Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Sonst wird es echt unfair. Also gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Peace out.